Hi ho, da sind wir wieder, meine lieben Undertale-Freunde. Wie immer beim Hauptmenü, wie man sehen kann, hat es sich jetzt endlich mal verändert. Zum einen stehen Sans und Papyrus da rechts im Bild. Und Sans trollt mal wieder, indem er rumzwinkert. Und Toriel ist eingeschlafen. Ja gut, wir können jetzt weitermachen. Einfach continue. Nachdem wir ja das letzte Mal Papyrus besiegt und gedatet haben. So, im Augenblick möchte ich nichts ablegen. Danke. Wir wollen einfach jetzt Snowdentown verlassen. Wusch. Und weitergehen. Hier durch das neblige Gebiet, wo wir gegen Papyrus gebattelt haben. Hier durch. Und ja, da treiben die tollen Eisblöcke, die der Wolf die ganze Zeit in den Fluss wirft. Tolle Arbeit, die er da hat. Und wir haben wohl eine unterirdische Höhenlandschaft erreicht. Hä? Und bye bye Eisblock. Okay. Das ist auch wieder ein toller Ort hier. Hä? Erstmal ist hier Monster Kid mal wieder. Yo, are you sneaking out to see her too? Awesome. She's the coolest, right? I wanna be just like her when I grow up. Hey, don't tell my parents I'm here, haha. Ja, er will irgendjemanden auflauern. Hm? Hier ist eine komische Blume. All that gives my life validation is explaining the Echo Flower. No one can know. Okay. Und du? Never trust a flower, that's one of the constants of this world. Never trust a flower, that's one of the constants of this world. Never trust a flower, that's one of the constants of this world. Ja, ich habe jetzt gerade die verkehrt rumme Variante getriggert. Jetzt kommt die richtig rumme Variante. This is an echo flower, it repeats the last thing it heard over and over. Neat, huh? Neat, huh? Ja. Wir können das jedes Mal resetten, indem wir wieder rein und raus gehen. Dadurch wird die Echo Flower wenigstens zurückgesetzt. Und er sagt eben, je nachdem, ob wir zuerst mit der Blume quatschen oder mit ihm was anderes. This is an Echo Flower. It repeats the last thing you heard over and over. This is an Echo Flower, ja. Das repeatet jetzt die Flower. Neat, hä? Huh? Jo. The sound of rushing water fills you with determination. Und es erfüllt so ziemlich alles mit Entschlossenheit, hm? Jo, 230 Stunden Spielzeit schon. Und ja, Sans hat mal wieder einen Hotdog-Stand hier aufgebaut, hm? What? Haven't you seen a guy with two jobs before? Ja klar, das gibt's heutzutage ziemlich oft, Leute mit zwei Arbeiten. Die haben ja fast nichts mehr vom Leben, weil sie fast nichts verdienen. Fortunately, two jobs means twice as many legally required breaks. Ja, so kann man es, wenn man es so sehen kann, dann ist es ja toll, oder? I'm going to grill bice. Wanna come? Yeah. Well, if you insist, I'll pry myself away from my work. Ja, jetzt benutzt er uns als Ausrede, dass er sich von der Arbeit drücken kann, was er sowieso ständig tut. Over here, I know a shortcut. Die Stadt ist in der anderen Richtung. Okay. Sehr schnelle Abkürzung, hä? Ja, fast Shortcut, hä? Hey, everyone. Hey, Sans. Hi, Sans. Greetings, Sans. Ja, Sansi. Hey, Sans. Weren't you just here for breakfast a few minutes ago? Nah, I haven't had breakfast in that last half an hour. You must be thinking of brunch. Ja, Sans tolle Comedy-Einlagen. Hier, get comfy. Whoops, watch where you sit down. Jetzt hat er uns tatsächlich ein Furzkissen hingelegt. Und wir sitzen nicht, wir stehen auf dem Stuhl. Sometimes weirdos put whoopee cushions on the seats. Ja, Furzkissen. Anyway, let's order. What you want, fries or burger? Pommes.
Hey, that sounds pretty good. We'll have a double order of fries. Und ja, falls es euch gerade aufgefallen ist, Sans hat sich gekämmt. Seine tolle Haarpracht, die er nicht hat. So, what do you think of my brother? Eigentlich ist er ein totaler Geek. Aber Geeks können auch cool sein. Of course he's cool. You'd be cool too if you wore that outfit every day. He'd only take that thing off if he absolutely had to. Oh well, at least he washes it. And by that I mean he wears it in the shower. Ja. Das Skelette duschen müssen. Here comes the grub. Want some ketchup? Ketchup ist immer gut. Bon Appetit. You tip the ketchup. The cap falls off and all the ketchup in the bottle pours onto the food. Whoops. Forget about it. You can have mine. I'm not hungry anyway. Ich weiß sowieso nicht, wo bei dir das Essen hingeht. Ja, jetzt am Hintern kratzen, genau. Anyway, cool or not, you have to agree. Papyrus tries real hard. Ja, das muss man schon zugeben. Er gibt sich wirklich Mühe mit seinen Puzzles und seinen tollen blauen Kämpfen mit seinen Special Attacks. Aber er ist einfach so gutherzig. Like how he keeps trying to be part of the Royal Guard. One day he went to the house of the head of the Royal Guard and begged her to let him be in it. Of course she shut the door on him because it was midnight. Ja. Man sollte nicht um Mitternacht bei der Chefin anklopfen. Das kommt immer schlecht. But the next day, she woke her up and saw him still waiting there. Seeing his dedication, she decided to give him warrior training. It's still a work in progress. Oh yeah, I wanted to ask you something. Have you ever heard of a talking flower? Ja, das ist jetzt eine ziemlich zweideutige Frage. Wir haben nämlich jetzt schon zwei Arten von sprechenden Blumen kennengelernt. Jetzt gerade neben seinem tollen Wachposten da, ich wollte schon Außenposten sagen, die Echo Flower, aber wir haben noch eine andere sprechende Blume kennengelernt. Also sagen wir mal ja. So you know all about it? The Echo Flower. Ja, also er meint die Echo Flower neben seinem Wachposten. They are all over the marsh. Also die Marsche, das Marschgebiet, wo wir jetzt durch müssen. Say something to them and they repeat it over and over. What about it? Well, Papyrus told me something interesting the other day. Sometimes when no one else is around, a flower appears and whispers things to him. Flattery, advice, encouragement, predictions. Weird, huh? Someone must be using an echo flower to play a trick on him. Also, Sans glaubt, dass jemand in eine echo flower irgendwelche Worte spricht, die Papyrus dann definitiv hört und dann auch noch glaubt. Keep an eye out, okay? Thanks. Natürlich halten wir für dich das Auge offen, Sans. Well, that was a long break. I can't believe I let you pull me away from work for that long. Du hast doch die ganze Zeit geredet. Oh, by the way, I'm flat broke. Can you foot the bill? It's just 10,000 gear. Ja, natürlich zahlen wir. Just kidding. We'll buy, put it on my tab. By the way, I was going to say something, but I forgot. Ich will aber meine Pommes essen. Grimby's, da ist ein Schreibfehler übrigens, said that your food is probably cold by now. Ja, gut. So, das heißt, wir sind wieder in Snowdentown gelandet. Können wir mal kurz gucken, ob jemand zu Hause ist. Aber ich glaube nicht. Nein.
Außer Papyrus versteckt sich im Schrank. Was er ja gesagt hat, dass er sich ab und zu beim Schrank versteckt. Stay tuned für ein new program, MTT. Ja. Das wird noch eine Weile dauern, bis wir herausfinden, was MTT bedeutet. Das will ich euch nicht verraten und ich bitte die darum, die es wissen, es nicht in den Kommentaren zu spoilern. Wenn sie es überhaupt denn wissen, weil das ist auch ziemlich komisch, da drauf zu kommen. So, Sans, let's hang out again sometime. Klar, warum nicht? Ja, wieder Determination. Hat uns 7 Stunden gekostet. This is a box. You could put an item in it or take it out. Why would you thought? You can't use items when they are in the box. Sincerely, a box hater. Okay. Ja. Sehr freundlich von dir. Und ja, wir stürzen mal kurz ab. Absichtlich, auch wenn das ziemlich schwierig ist. I swore I saw something behind that rushing water. Ja, hier stürzen jetzt die Felsen ins Nichts. Zum Glück sind wir nicht ins Nichts gestürzt. Also ja, hinter dem Wasserfall muss ein Secret sein. Das sieht man auch schon ziemlich gut. There's a tutu lying on the ground here. Will you take it? Take it. You got the old tutu. Ja, toll. Da haben wir eigentlich ganz umsonst das Manly Bandana gekauft. Oh, tutu. Armor Defense 10. Finally a protective piece of armor. Ja. Dann tragen wir jetzt mal das Manly Bandana. Und setzen nachher das Tutu auf. Und packen mal unser Faded Ribbon weg. So. Bei Verkaufen können wir das ja nicht. Die Händlerin in Snowden Town kauft uns ja kein Garbage ab. Und ja. Der Schatten verrät es schon mal. Jetzt kommt Serious Business. Hi, Antein. I'm here with my daily report. Regarding that human I called you about earlier. Huh? Did I fight them? Yes, of course I did. I fought them valiantly. What? Did I capture them? Well, no. I tried very hard, Antein, but in the end, I failed. What? You're going to take the human soul yourself? But Antein, you don't have to destroy them, you see... I understand. I help you in any way I can. Okay, wir wurden entdeckt. Oder auch nicht. Das war creepy. Und ja, das war Undyne. Ich habe ganz vergessen, wir können mal wieder durchklingeln. Nobody picked up. Wing wing, there's no response. Oh, Monster Kid mal wieder. Yo, did you see the way she was staring at you? That was awesome. I'm so jealous. What do you do to get her attention? Come on, let's go watch her beat up some bad guys. Bong. Ja, Monster Kid. Können wir von hier drüben Papyrus anrufen? Vox? It must be one of Undyne's ingenious puzzles. You better be careful. Also ja, egal, je nachdem, wo wir ihn anrufen, hat er was anderes zu sagen. Das habe ich ganz vergessen. Wing? Wing? My brother has a station here? Yes, he mans 2 stations at once. Amazing, isn't he? He snacks off twice as much as normal. Ja, je nachdem, wo wir Papyrus anrufen. Wing, wing.
Waterfall? I barely know anything about it. But I do my best to inform you. Also ja, Waterfall ist die nächste Stadt, in die wir kommen. Nach Snowdon. Wing wing. This is where I try to capture you. What a terrible memory. Ja, was für eine schreckliche Erinnerung. So, gehen wir doch mal kurz zurück in die Stadt und in sein Haus und gucken mal, was er da so zu sagen hat. Wing wing. Snowdon, home of Papyrus. That's the slogan, right? I'm petitioning to change the slogan. Ja. Oh, da steht er sogar. Hello, how are you, my friend? I'm feeling very not suspicious today. Ja. Wing wing. You are in my house. Good choice. Though I guess it's technically Sun's house too. But I prefer not to discuss his part of it. His room is... it's like another world. A world where they don't know how to vacuum. Ja, sag mal was anderes. You are best staying away from that strange place. Ja. Und wenn wir direkt vor ihm stehen, wieder an, wenn wir anrufen. Wing wing. Snowdon, home of Papyrus. That's the slogan, right? Wing wing, ja. I'm petitioning to change the slogan, ja. Gut, also gehen wir mal weiter. Gucken wir mal, ob er noch an den anderen noch was zu sagen hat. Nein, da sagt er nur Punkt, Punkt, Punkt. Also gut, gehen wir weiter. Wir haben ja jetzt genug Zeit vertrödelt. Waterfall. I barely know anything about it. But I do my best to inform you. I don't have any facts about this room. Ja gut, das ist ja auch nur ein Flussteil. Wing wing. My brother has a station here. Yes, he remains two stations at once. Amazing, isn't he? He slacks off twice as much as normal. Normal folks can only dream of such stuff. Ja. Wax? It must be one of Aidan's ignorious puzzles. You better be careful. Be wary of Wax here. So, da kommen wir durch. Wow, yeah, I had an awkward time in this room earlier. Good heavens, you weren't around to see it. Wir haben es gesehen, oder gehört wenigstens. You really didn't see it. I love that fact, and repeating it. Ja, also Papyrus gab, dass wir es nicht gesehen haben. A feeling of dread hangs over you, but you stay determined. Ja, diesmal werden wir nicht mit Entschlossenheit gefüllt, sondern wir bleiben entschlossen. Auch wenn ein dunkler Schatten über uns hängt. When four bridge seats align in the water, they will sprout. Was hat Papyrus dazu zu sagen? A bridge grows if you align four bridge seats, but it's sort of limited in usefulness. Why don't we have airplane seats? Okay. Wing wing. Or phones that can turn into jetpacks? Ja, merkt euch mal diese Anspielung mit den Phones, die zu Jetpacks werden. So, hier müssen wir jetzt mit diesen Bridge Seats eine Brücke bauen. Das ist jetzt hier noch relativ einfach. Genau. Hier ist zwar ein Loch in der Wand, aber hinter dem Loch gibt es nichts. Und hier oben gibt es auch nichts mehr. Und ab hier kommen wieder Kämpfe. Aaron flexes in. Act. Aaron, check. Aaron, attack 24, defense 12. This seahorse has a lot of HP. Horsepower. All of his attacks are harder to dodge at the bottom of the box. Check all you want. Also ja, wir sollten uns nicht im unteren Teil der Box aufhalten. Aaron is sweating bullets, literally. Aaron, shoot.
But I want to go away. PST, hä? Wow. Aaron is admiring his own muscles. Okay, dann haben wir keine andere Wahl. Wir flexen. You flex. Aaron flexes twice as hard. Attack increase for you too. Flexing contest? Okay, flex more. Ja, Aaron flext. Aaron flext. Wir flexen auch. Und ouch. Aaron is ready for your next flex. Flex. You flex harder. Aaron flexes twice as hard. You attack increase... Attack increase for you too. Nice, I won't lose to you. Wow. Wow. Aaron is ready for your next flex. Flex. You flex. Aaron flexes very hard. He flexes himself out of the room. You won. You earned 0 XP and 30 gold. Ja. Flex Contest mit Aaron. So gewinnen wir auch einen Kampf, man flext einfach. Okay, gucken wir uns mal an, was dieses nette Schild hier zu sagen hat. Dafür brauchen wir wieder Flower, diese Bridge Seeds hier. Bridge Flowers. Die immer so nett quieken, wenn wir sie aufheben. So, was steht hier? Congratulations, you failed the puzzle. Yay.